Also wir spielen Schweden, beziehungsweise gleichzeitig auch Norwegen, weil wir in der Personalunion sind. Ich habe jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, was das für Vorteile hat. So wirklich viele Vorteile hat es scheinbar nicht. Wir haben fünf Staaten: Skåne, Gotland, Gotland, Svealand und Norrland. Schauen wir uns ein bisschen Schweden an. Also Schweden, das ist unsere Fahne, wird geleitet von König Karl Johann Bernadotte, einem Franzosen. Kulturfranzösisch interessanterweise. Er ist 84 inzwischen. Wir spielen ja jetzt auch schon seit 11 Jahren und seitdem spielen wir mit dem König Karl Johann Bernadotte. Also Wahnsinn. Es gibt auch einen Nachfolger. Sehen wir das hier irgendwo? Ich glaube, bei Regierung würden wir das sehen. Also es gibt einen Nachfolger. Glücklicherweise. Wir sind im Moment eine Kleinmacht, aber was ich gesehen habe, wenn wir mal hier drauf gehen, wir haben Rang 15 in der Weltrangliste, was ja schon gar nicht schlecht ist. Und wir haben 142 Prestige. Und wenn wir 150 Prestige bekommen, dann werden wir zur Mittelmacht. So schaut es nämlich aus. Das könnte ein nächstes Ziel sein. Wenn wir unter 32 Prestige rutschen, werden wir zur Winzmacht, aber das wird hoffentlich nicht passieren. Mittelmacht bedeutet, Länder mit dem Rang einer Mittelmacht haben sich durch ihre regionale Präsenz als bemerkenswert etabliert. Sie mögen nicht stark genug sein, um weltumspannende Reiche aufzubauen, doch vor Ort sind sie durchaus ernst zu nehmen. Die mächtigsten von ihnen streben danach, zum Status einer Großmacht aufzusteigen. Mittelmächte erhalten folgende Vorzüge: 75 Schachzüge pro Diplomatiespiel, 3 maximale erklärte Interessen, 750 Einfluss und minus 25% Anleihenzinssatz. Sehr schön, im Moment sind wir eine Kleinmacht. Da haben wir nur 60 Schachzüge, ein maximal erklärtes Interesse und 600 Einfluss. So schaut es aus. Wie kriegen wir Prestige? Der Rang ergibt sich durch den Vergleich des Prestiges mit allen Ländern. Weltweit. Prestige entsteht hauptsächlich daraus, wie eindrucksvoll die eigene Wirtschaft ist, was wiederum durch das eigene Bruttoinlandsprodukt angegeben wird. Also unser Bruttoinlandsprodukt muss steigen. Wie viel Machtprojektion das eigene Militär erzeugt und durch den Landesrang. Also wir müssten das Militär ausbauen und wir müssten Bruttoinlandprodukt steigern. Auch andere Faktoren wie Kunsthochschule, Monumente und Weltspitze bei der Produktion einer bestimmten Ware zu sein, können sich darauf auswirken. Okay, wunderbar. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Wir wollen hier in Gotland mal gucken. Da haben wir ja Viehhöfe und Roggenfelder gebaut, aber im Moment haben wir da wirklich ein Problem mit der Bevölkerung. Wir haben 28.000 Leute, die dort leben. Im Vergleich hierzu leben 569.000, hier leben 778.000, hier leben 1,3 Millionen und hier 400.000. Hier nur 28.000. Bauern unbedeutend, Arbeitslose unbedeutend. Wir haben tatsächlich nicht genug Leute. Alle sind schwedisch, das ist schön, aber wir haben nicht genug Leute, bei weitem nicht genug Leute, um unsere Arbeit auszufüllen. Wir könnten auch noch Fischereianleger bauen, Holzfällerlager könnten wir bauen, alles könnten wir bauen. Aber wir haben nicht genug Arbeiter, nicht genug Arbeitskräfte. Wir müssten eigentlich auch hier einen Modifikator haben zur Einwanderung, oder? Schauen wir mal, ob wir den finden. Ich finde ihn nicht. Migration. Ja, Migrationsanziehung, 54% durch grüneres Gras und durch dünn besiedelt. Ah ja. Gut. Dann hoffen wir nochmal, der Bausektor, der hat natürlich schon Angestellte, oder? Obwohl, ich glaube, der braucht keine. Wollen wir da draufklicken? Beschäftigung. Doch, der hat 5.000 Angestellte tatsächlich. 4.500 Angestellte der Bausektor. Der nimmt uns die ganzen Angestellten weg. Büroangestellte, Arbeiter, Maschinisten und Bürokraten. Und das sind eher schlechte Arbeiter, weil die nämlich ein Saldo von minus 1.000 ungefähr im Monat machen. Das ist die Frage, ob wir diesen Bausektor nicht abreißen in Gotland. Ich glaube, wir brauchen in Gotland nicht unbedingt einen Bausektor. Und die 5.000 Beschäftigten können doch viel besser zum Beispiel in den Roggenfeldern arbeiten. Da suchen wir nämlich genau 5.000 Beschäftigte. Passt auf, Leute, wir machen das. Wir werden diesen Bausektor mal abreißen. Das ist ein Regierungsgebäude, das kostet uns 1.000. Reißen den ab. So, da müsste sich das jetzt eigentlich ein bisschen anders verteilen. Schauen wir mal, was da passiert. Aber jetzt sind 4.600 arbeitslos. Und die suchen sich jetzt natürlich Arbeit. Hoffentlich.
Der Hafen stellt ein, das Trockenfeld stellt ein, die Viehhöfe stellen ein, alle stellen ein. Preußisch-französische Rivalität beendet und französisch-preußische Rivalität beendet. Okay. Und wie schaut es jetzt bei euch aus? Ihr habt 400.000 Beschäftigte, 400 Beschäftigte und ihr habt 500 Beschäftigte. Na, immerhin. Immerhin, der Rest ist zum Hafen gegangen wahrscheinlich. Ja, schaut euch das an. Die Häfen sind jetzt hier voll beschäftigt und die stellen Konvois her. Das ist aber nicht schlecht, weil Konvois brauchen wir. Und sie stellen Urbanisierung her, das ist auch nicht schlecht. Urbanisierung, schauen wir mal kurz nach Gotland. Wie schaut es da mit Urbanisierung aus? Das ist, glaube ich, auch hier, ne? 15, oh ja. Das heißt, wir dürften noch keine einzige Stadt so wirklich haben. Ne, wir haben nur Rummerkloster und Visby. Aber es ist keine wirkliche Stadt. Na gut. Dann, was hatte ich mir hier so aufgeschrieben? Was wollten wir uns alles anschauen? Also, wir wollten Kohleminen und Lebensmittelfabriken ins Schonen bauen. In Norland wollte ich die Häfen ausbauen, um mehr Konvois herzustellen. Weil Konvois ist ein bisschen das Problem bei uns im Markt. Wo sehen wir das? Hier. Wir brauchen 1331 Konvois, haben im Moment verfügbar 1748. Na, eigentlich schaut das jetzt ganz okay aus. Das steht wahrscheinlich daran, dass wir gut ausgebaut haben. Wer verkauft uns denn bitte Öl? Österreich. Wir brauchen doch gar kein Öl. Na egal. Ja. Das passt eigentlich mit den Hafenkonvois. Eine Werkzeugfabrik wollten wir stärken, um mehr Eisen zu verbrauchen. Kleidung wollten wir bauen. Kriegsschiffe wollten wir bauen. Und Traditionen auswählen und auch schauen, wo wir mehr Autorität bekommen. Genau, das wollen wir auch machen, weil unsere Aufgabe ist nämlich, eine Interessengruppe zu stärken. Da habe ich mir Gedanken gemacht und das können wir uns eigentlich gleich anschauen, würde ich sagen. Vorher möchte ich aber... Oh, das Papier ist teuer und die Kriegsschiffe sind teuer, genau. Niedriger Marktzugriff in... Oh, überall. Warum? Warum ist der Marktzugriff jetzt so niedrig? Da muss irgendwas passiert sein. Irgendwas hat sich verändert. Ich habe aber eigentlich gar nichts verändert. Oder? Nee, also eigentlich hatte ich nichts gedacht. Vielleicht fängt sich das auch wieder. Wir schauen mal. So, ich wollte mal wegen den Schiffen gucken. Also, Kriegsschiffe, die werden in Schiffswerften produziert. Und das Problem ist, wir haben hier eine Schiffswerft, ne? Vielleicht können wir nochmal hier bei Gebäude als Überblick gucken. Entwicklung. Marinebasis, Häfen. Nee, das ist alles nicht. Hier müsste es sein. Ja, Schiffswerften. Wir haben nur eine Schiffswerft in Skåne. Und die haben wir so eingestellt, dass sie Holzschiffe baut. Aber das ist nicht der Punkt. Hierfür bräuchte sie Motoren. Richtig, Motoren brauchen wir dringend. Hier haben wir sie eingestellt, dass sie zivilen Schiffsbau betreibt. Das bedeutet, sie macht hauptsächlich Klipper und nicht so sehr Kriegssegelschiffe. Wir bräuchten also noch eine zweite Schiffswerft, die auch Segelschiffe herstellt. Das würde den Preis für Segelschiffe halbieren. Und eine Schiffswerft können wir zum Beispiel wunderbar auch hier in Götaland bauen oder in Schonen bauen. Hier zum Beispiel könnten wir noch eine Schiffswerft bauen, oder? Ich finde sie gerade nicht. Oder ist es hier unten? Marinebasis, Eisenbahn. Braucht Kohle und Motoren. Hier können wir, glaube ich, gucken. Ja, tatsächlich, die Infrastruktur, 56 von 33 werden genutzt. Warum denn jetzt auf einmal so viel? Doch die Handelszentren, tatsächlich. Oder ist nur unsere Infrastruktur so stark gesunken und wir hatten vorher mehr? Kommt mir irgendwie komisch vor, ne? 39 von 32, 56, 94 und 32. Das war vorher nicht das Problem. Das war vorher tatsächlich nicht das Problem. Ich verstehe es gar nicht. Klar, wir können eine Eisenbahn bauen. Das kriegen wir schon hin, aber... Ich wundere mich nur, dass auf einmal dieses Problem entsteht, das vorher nicht da war. Guck mal, hier ist Schonen haben wir sogar als Lebensstandard leidlich. 15,4, sehr schön. Gut, also hier hätten wir natürliche Häfen.
plus 10% Schiffswerften-Durchsatz und plus 2 Hafen-Maximalstufe. Das Problem ist nur, wenn wir hier einen Hafen bauen, Entschuldigung, eine Schiffswerft bauen, dann stellen wir dort ja auch hauptsächlich Clipper her. Und keine Kriegsschiffe. Und das würde unsere Situation ja nicht wirklich verbessern. Aber Schiffswerften sind auf jeden Fall bei Stadtzentrum. Stadtzentren können wir auch anpassen. Im Moment haben wir Marktstände. Und hier würden wir auch Glas brauchen. Das wären Marktplätze. Würden wir mehr Dienstleistungen produzieren. Aber wir bräuchten halt auch Glas. Und Glas ist Mangelware bei uns, weil wir keins importieren. Hier unbeleuchtete Straßen, Gaslaternen. Würde auch mehr Dienstleistungen bringen. Bräuchten wir aber Kohle. Aber Kohle werden wir bald herstellen. Was haben wir hier noch? Personennahverkehr. Und hier hätten wir Staatskirche oder Freikirche. Bei Freikirche brauchen wir weniger Kleriker, dafür mehr Büroangestellte, aber wir lassen das mal. Gut. Das sind die Stadtzentren in Schodern. So, Götaland. Götaland. Hier müsste es eigentlich sein. Schiffswerften, das ist doch. Schiffswerften könnten wir bauen. Kostet 37.000. Ne, da liegt im Moment der Investitionsfonds. Kostet 450 Bau. Also ungefähr 10 Monate. Das sind ungefähr dann 170.000. Na, da lassen wir den noch ein bisschen steigen, Investitionsfonds. Die Frage ist, kann der Investitionsfonds dort überhaupt investieren? Das müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, das ist hier festgelegt, ne? Genau. Geld aus dem Investitionsfonds können verwendet werden, um Folgendes zu bauen. Landwirtschaft, Plantagen, Weiden, Fertigungswerke, Minen, Holzfällereien, Gummiplantagen, Walfänger, Fischereien, Ölpumpen und Infrastruktur. Also geht das wahrscheinlich gar nicht für die Häfen. Komisch. Na gut. So, dann Punkt Politik. Also, im Moment, wir brauchen dringend Autorität. Ich habe mir aufgeschrieben, wir wollen drei Gruppen stärken. Oder wir wollen mit drei Gruppen gerne zusammenarbeiten. Das ist einmal die Kirche von Schweden. Die Kirche von Schweden ist nämlich hier, nee, wo steht das? Da, bei moralistisch. Sie billigen sehr stark die Monarchie. Hier. Da. Strongly billigen Monarchie. Und das ist natürlich für uns sehr wertvoll. Deswegen werden wir mit der Kirche zusammenarbeiten. Und den Grundbesitzern, die sind nämlich hier auch strongly billigen Monarchie. Paternalistisch. Und die dritte Gruppe, mit der ich gerne zusammenarbeiten würde, sind die Kleinbürger. Denn die sind auch nee, oder? Nee, da ist es nicht. Hier, reaktionär, sie billigen die Monarchie immerhin. Ja? Das sind die Gruppen und welche Gesetze würde ich ganz gerne durchbringen? Da können wir vielleicht auch mal kurz drüber reden. Ich würde gerne die Versammlungsfreiheit in Zensur verändern. Das wird ja von vielen auch verlangt. Also 22,8% sind für die Versammlungsfreiheit. Aber 46% sind für die Zensur. Das wäre unter anderem die Streitkräfte, die Kleinbürger, die Kirche und die Grundbesitzer. Die vier sind dafür. Die Gruppen, die dagegen sind, sind die Intellektuellen, die mögen wir eh nicht, und die Gewerkschafter. Die Gewerkschafter sind sowieso total gegen uns. Also super total auch noch nicht, aber schon ziemlich. Die Intellektuellen würden dann sogar auf minus 10 gehen. Die würden sich dann sogar radikalisieren dadurch. Wahnsinn. Naja, das würde ich ganz gerne durchbringen. Und dann hier bei Gesundheitssystem die Wohlfahrtskrankenhäuser, denn das bringt auch minus 5% Sterblichkeit und stärkt die politische Situation der Kirche und die ist ja für uns, weil die für die Monarchie ist. Das wäre etwas, das ich ja durchbringen würde. Und dann hatte ich mir, glaube ich, noch was Drittes. Genau, hier bei der Verwaltung. Statt eingesetzte Verwaltung hätte ich ganz gerne gewählte Verwaltung, weil eingesetzte Verwaltung nämlich die Intellektuellen stärkt, 25% politische Stärke Intellektuelle, erhöht auch die Besteuerungskapazität, aber mit der haben wir nicht so ein Problem. Und die gewählte Verwaltung würde nämlich die Kleinbürger stärken, eine Partei die oder eine Gruppe, die eher in unseren Interessen ist, und würde tatsächlich sogar minus 15% Bürokratie-Multiplikator bringen. Das heißt, wir hätten mehr Bürokratie. Ja, das wäre so die Idee. Erbverwaltung würde auch gehen, aber das würde auch die politische Stärke der Grundbesitzer stärken und auch weniger Bürokratie. Aber wenn wir mal gucken, das mögen die nicht. 7,2% sind nur dafür. Und hier sind immerhin 9,3% dafür. Also ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Vor allem die Kleinbürger. Die Kleinbürger sind vor allem dafür. Und ich denke mal, Intellektuellen und Grundbesitzer sind dagegen. Ich denke mal, wir werden jetzt die Kleinbürger stärken. Das werden wir machen. Und da wir nicht genug Autorität haben, um alles zu machen, müssen wir jetzt die Gewerkschafter nicht mehr unterdrücken. Die Unterdrückung beenden. Dann kriegen wir unsere Autorität zurück.
Die sind ja schon bei 6,8%, also es passt schon. Und dann werden wir die Kleinbürger dafür stärken. Plus 30% Stärkenauswirkungen auf die Interessengruppe. Und das seht ihr auch hier. Wir sollen das für 26 Wochen machen. Das machen wir. So, super. Und ein Gesetz möchten wir gerne durchbringen. Damit können wir schon mal anfangen. Und zwar fangen wir mit dem Gesetz hier an, der Zensur. Dass wir 46% haben wollen. Deswegen denke ich mal, haben wir ganz gute Chancen, das durchzubekommen. Genau. Wir hätten dann also plus 50 Autorität, also mehr Autorität. Wir hätten leider auch weniger Technikverbreitung, das ist so der Wermutstropfen. Dafür aber auch 40% Unterdrückungs- und Stärkungseffekte. Ja. Gut, schauen wir mal, ob wir die Gesetzesänderung durchbringen. Gut. Veteranenberatung ist aktiviert worden. Oh, die Streitkräfte mögen uns offensichtlich, weil wir dieses Gesetz hier durchbringen wollen. Die Intellektuellen, die sind wütend. Oh, die sind wütend, da wurde die Sozialkritik aktiviert. Und die Kirche von Schweden hat das Gottesgnadentum aktiviert. Schauen wir uns alles mal an. Hier. Ich glaube, ich gehe das mal durch einfach. Das Gottesgnadentum bedeutet plus 10% Autorität. Sehr schön. Dann, was war das andere noch, was wir bekommen haben? Die hier sind wütend, genau. Die haben Sozialkritik. Minus 10% Prestige. Oh, das ist schade. Da sind wir jetzt bei 128. Da gehen wir jetzt weg. Das ist sehr schade. Aber vielleicht beruhigen die sich wieder, die Intellektuellen. Und die sind unzufrieden. Das waren sie aber vorher schon. Die sind jetzt loyal. Das bedeutet, wir haben Führungskräfte. Plus 10% Bürokratie. Aber wir haben auch Schatzanleihen. Minus 10% Anleihenzinssatz. Sehr schön. Gut. Die sind, ah ja, genau. Die Streitkräfte waren noch. Die waren noch zufrieden. Veteranenberatung, minus 20% Technikkosten, Militär. Interessant, interessant. Okay, gut. Mal schauen, ob wir das Gesetz durchbekommen. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Oh, hier, Dienst nach Vorschrift wurde aktiviert. Weil die unzufrieden sind. Minus 15% staatliche Baueffizienz. Hoho. Interessant. Das sind die Negativen. Adel verpflichtet, mehr Investitionen. Das kriegen wir, glaube ich, von den Grundbesitzern. Ja, sieht man auch hier. Familienbande mehr Einfluss und das wissen wir schon. Naja, wir müssen wohl damit leben. Wie hat sich das hier verändert? Wer ist denn hier so nach oben geschossen eigentlich? Die Gewerkschafter. Wahrscheinlich, weil wir die Minen gebaut haben. Intellektuellen sinken? Ja. Ja, der Druck der Intellektuellen wird ja dann eh sinken, weil sie werden weniger werden. Sobald wir dieses Gesetz durchgesetzt haben mit den mit der eingesetzten Verwaltung. Ja, das dauert jetzt ewig, bis das hier vorläuft. Na gut. Gucken wir mal kurz auf den Markt. Was haben wir denn da? Porzellan wird sowieso kaum angefragt. Das passt. Kleidung, da müssen wir dringend was machen. Und Schiffe. Ja, Kleidung und Schiffe. Aber Kleidung hat eigentlich die höhere Priorität. Obwohl Schiffe und Kanonen, das ist ja das, was wir brauchen als Staat, ne? Ich schau mal, ob wir inzwischen hier in Gotaland. Wir könnten auch ins Wehrland. Wie viele Arbeitslose haben wir denn jeweils? 64.000, 100.000. Dann sollten wir es eigentlich ins Wehrland machen, weil das ist auch unsere Hauptstadt. Eine Schiffswerft baue ich jetzt mal. 23 Wochen dauert das. Wir haben ein bisschen angespart. 75.000 haben wir angespart. Die werden jetzt natürlich zusammenschmelzen. Investitionsfonds wird sinken. Oh, was ist hier los? Eine Revolution braut sich zusammen. Es gibt aufständische Interessengruppen, die eine Revolution in unserem Land planen. Intellektuelle und Gewerkschafter. Sie können deradikalisiert werden, indem man ihre Zustimmung verbessert, was man durch das Beschließen von Gesetzen erreichen kann, die ihnen gefallen. Wahlweise hält man den Erlass von Gesetzen auf, die ihnen missfallen. Ja, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Blockade 29,7 von opponierenden Protestbewegungen. Wütend. Wütend, die sind inzwischen auch schon wütend. Eieiei. Da bekommen wir wahrscheinlich auch noch. Nee. Wir kriegen minus 10, minus 15% staatliche Baueffizienz und minus 10 Prestige. Das wussten wir aber vorher schon.
Die sind jetzt bloß noch zufrieden. Die waren ja vorher aber mehr als zufrieden. Die anderen sind auch nur noch zufrieden. Schade. Die sind loyal. Naja, wir haben immer noch 233.000 Loyale und 186.000 Radikale. Ich hoffe, dass wir diese Revolution überstehen können. Auswirkungen, minus 1, minus 1, minus 1. Mhm. Ja, warten wir mal. Schauen wir uns das Ganze mal an, was da passiert. Wir haben immer noch Militär, mit dem wir das auch niederschlagen können, so ein Aufstand. Ah, hier. Die wollen die Versammlungsfreiheit bewahren. Unterstützung Mittel, Radikalität sehr hoch. Plus 69 durch wütende, unterstützende Interessengruppen. Plus 1 durch unterstützende Radikale. Plus 10% durch Herrschereigenschaft ehrgeizig. Na, schauen wir mal. Ah, hier. Revolution 10%. Revolutionsfortschritt plus 10 pro Woche. Das heißt, in 10 Wochen werden die dann voll. Der Fortschritt der Revolution kann sich bis zum Maximum der Protestbewegungsradikalität der Protestbewegung für Versammlungsfreiheit bewahren, erhöhen, plus 77. Erreicht sie 100, bricht dann der Revolution aus. Die folgenden Staaten würden sich abspalten. Skorne und Gotaland. Ja, das wäre natürlich der Hammer, ne? Da müssten wir die zurückerobern. Verstehe ich das richtig? Das ist ja heftig. So, wie ist der Preisbericht? Artillerie ist gestiegen, Handfeuerwaffen sind gestiegen, Eisen ist gestiegen. Fürs Papier gefallen, sehr schön, und Schwefel ist gefallen. Wunderbar. Ja. Beobachten wir das Ganze mal. 20% schon. Wenn die würden dann einfach so weggehen, tatsächlich, zack und weg sind sie. Wenn so einfach ist das. So einfach ist das also. Können wir die irgendwie schwächen? Der Funke der Revolution. Schauen wir uns das mal kurz an. Die sich anbahnende Revolution in Schweden weckt überall auf dem Kontinent Gefühle der Radikalität. Ich verstehe die Sorge, dass Waffen, die in der schwedischen Revolution verwendet werden, auch ihren Weg in benachbarte Länder finden und in die falschen Hände geraten könnten. Ich fürchte nicht das Schießpulver, sondern jene, die es womöglich entzünden. Nicht jeder Mensch begehrt Macht, doch wenn er davon überzeugt ist, um seinen gerechten Anteil bedroht worden zu sein, könnte er es als seine Pflicht ansehen, sie einzufordern. Was könnte gefährlicher sein als die Idee, dass die Macht dem Volk gehört? Wer wird Schweden in der Zukunft anführen? Werner Mörner erhält Held der Revolution für 5 Jahre plus 50 Beliebtheit, oder? Wir werden nicht zulassen, dass uns die Ideale spalten. Werner Mörner erhält hinterhältiger Verräter für 5 Jahre. Wer ist denn Werner Mörner? Wahrscheinlich der Vorsitzende von einer dieser Gruppen, ne? Ja, hier. Von den Intellektuellen. Nee. Der bekommt von uns schon... Ihr Verräter. So, gibt es dann irgendwelche Gesetze, die wir erlassen können, um die ein bisschen Intellektuellen und Gewerkschafter, um die ein bisschen friedlich zu stimmen? Gibt es da sowas? Ja, hier können wir leider nicht. Wo sehen wir das? Sehen wir das vielleicht bei denen direkt, was die mögen und was sie nicht mögen? Ah, der ist radikal, deshalb. Es ist ein Radikaler und er ist stark gegen oder ist gegen Zensur. Deswegen. Wie alt ist er denn? 35. Er ist auch unbeliebt. Minus 40. Und er ist gemäßigt. Sehen wir irgendwo, was die gerne mögen? Hier, oder? Gesetze. Was mögen die? Sie möchten Präsidialrepublik, Parlamentarische Republik, Räterepublik. Klassenwahl, Zensuswahlrecht, allgemeines Wahlrecht, Anarchie, Nationalmilizen, Masseneinberufung, Protektionismus, Proportionalsteuern mögen sie. Ja, die würde ich auch gerne beschließen, aber es geht nicht, weil wir gerade dabei sind, das Gesetz Zensur zu beschließen. Ja, das geht dann also nicht. Da geht gar nichts leider gerade. Hier, Wohlfahrtskrankenhäuser sind sie dafür. Können wir aber auch nicht machen. Ja, da würden die Gewerkschafter sogar steigen. Von minus 10 auf minus 5. Immerhin. Jetzt sollten wir die Wohlfahrtskrankenhäuser zuerst machen. Pass mal auf, ich mach das mal. Können wir zurückgehen? Da, können
Können wir zurückgehen, ja. Und dann machen wir erstmal die Wohlfahrtskrankenhäuser. Vielleicht ist das eine bessere Idee. Hier, Wohlfahrtskrankenhäuser. Damit stärken wir nämlich die Kirche und schwächen dadurch natürlich die anderen, würde ich sagen, oder? So. Das ist natürlich auch wieder jemand dagegen, nämlich die Industriellen. Aber die mögen uns ja mehr, deswegen dürfte es keine Revolution geben dadurch. Machen wir mal so. So, verschwindet die Revolution jetzt wieder hoffentlich. Okay, die Streitkräfte sind nicht mehr für uns. Die Kirche aber hat seit fruchtbaren Mehret euch plus 2% Geburtenrate. Industriellen haben keine Motoren des Fortschritts mehr. Intellektuellen haben keine Sozialkritik mehr. Okay. Es sind jetzt einige Boni verloren gegangen, aber andere Mali sind auch weg. Dienst nach Vorschrift ist auch weg. Protestbewegung wurde aufgelöst. Aber die Revolution, na gut, das geht langsam runter, 29%. Kein Gesundheits... Jetzt gibt es wieder eine Protestbewegung. Aber die Radikalität liegt bei 0. Okay. Gut. Kein Gesundheitssystem bewahren möchten die gerne, die Industriellen. Das konservative Establishment unterstützen. Wenn ein Mörder erhält beliebte Radikale dauerhaft plus 50 Beliebtheit oder Schweden erhält unterdrückte Radikale für 2 Jahre minus 5% Unterdrückungsauswirkung auf die Interessengruppen Anziehung plus 5% der Oberschicht Pops und Schweden werden loyalistisch plus 5% der Pops und Schweden werden radikal. Also wir kriegen mehr Loyale und wir kriegen auch mehr Radikale. Unterstützen wir die radikale Bewegung. Da werden 5% mehr radikal. Werner Mörner bekommt beliebte Radikale dauerhaft plus 50 Beliebtheit. Stina Arrhenius bekommt Radikaler und beliebte Radikale dauerhaft 50 Beliebtheit. Nein, dann nehmen wir das hier. Das konservative Establishment unterstützen. Warum er dann trotzdem plus 50 Beliebtheit bekommt, Werner Mörner, das verstehe ich nicht, aber gut. Wir unterdrücken die Radikalen. Minus 5 Unterdrückungsauswirkungen. Okay. Sehr schön. Machen wir. Und ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr Autorität. Weil dann würde ich auch, hier kriegen wir keine Autorität, ne? Nee. Dann würde ich nämlich ganz gerne auch mal die Intellektuellen ein bisschen dämpfen in ihrer politischen Macht. Das Problem ist, dass das ein Radikaler ist, ne? Der Gegner. Das ist ein Problem. Hier. Wo ist er denn? Der hier. Tja, den müssten wir irgendwie loswerden, aber ich glaube, im Moment haben wir hier im Spiel keine Möglichkeit, irgendjemanden loszuwerden. Das geht einfach nicht. Das gibt's, es existiert nicht, diese Möglichkeit hier im Spiel. So, die Gesetze, die Kirche, die liebt uns. Gottes Gnadentum, plus 10% Autorität und plus 2% Geburtenrate. Seid fruchtbar und mehret euch. Das werden wir machen. Also sie billigen auch Staatsreligion, Monarchie, Theokratie. Vormundschaft, Zensur, kein offener Dissens. Okay. Wie schaut es denn mit unserem Hafen aus? Der dauert noch ein bisschen. Ja, der niedrige Marktzugriff, den finde ich merkwürdig. Wir müssen dringend Kohle abbauen. Und dann müssen wir... Oh, Eisen ist auch teuer. Ja, wenn wir gerade bauen. Und dann müssen wir tatsächlich als Kohle abbauen, dann müssen wir eine Eisenbahn bauen. Für die Eisenbahn brauchen wir, glaube ich, auch Motoren, oder? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier... Da brauchen wir es am dringendsten, wenn wir jetzt hier eine Eisenbahn bauen. Dafür brauchen wir Kohle und Motoren, ja. Kohle und Motoren. Wo kriegen wir Motoren her? Das muss ich mal kurz gucken. Motoren werden in Motorenwerken produziert. Ach, wie logisch. Wo kriegen wir Motorenwerken wiederum? Motorenwerke her? Hier, Motorenwerke. Was brauchen die Motorenwerke denn, bitteschön? Die brauchen Stahl. Das heißt, wir müssen erstmal Stahl herstellen und produzieren. Und für die Stahlfabriken, Stahlwerke, brauchen wir wahrscheinlich Kohle und Eisen, oder? Kohle und Eisen, genau. Also brauchen dringend Kohle, dann brauchen wir Stahlwerke, dann brauchen wir Motoren und dann brauchen wir die Eisenbahn. Nationalismus freigeschaltet, plus 10% Autorität. Wer bin ich? Eine Schlüsselfrage, wenn es um die Identität einer Person geht. In der Vergangenheit sagten die Leute als Ausdruck ihrer Identität, aus welcher Provinz, welchem Dorf oder sogar welcher Familie sie stammten. Doch eine neue Idee hat sich entwickelt, die diese Gedanken transzendiert und stattdessen Identität als etwas sieht, was die gesamte Nation gemeinsam hat. Mehr noch, diese Nation sollte auch in einem einzigen Land vereint werden. Okay.
Haben wir das erforscht? Ich glaube nicht. Eingeschränkte Kinderarbeit beschließen. Ja, das können wir tatsächlich sogar machen. Bin ich sogar dafür. Das war auch noch ein Gesetz. Aber ich glaube, das geht nicht, dass wir das auch noch zusätzlich machen, oder? Der Völkerfrühling, ein Ruf nach liberalen Revolutionen verbreitet sich in der ganzen Welt. Ach du meine Güte. Eine Interessengruppe Industrielle hat sich über die Existenz von Subsistenzfarmen im Norland beschwert. Wir sollten ihrem Rat folgen. Da haben wir mehr Migrationsanziehung, aber auch 5% werden radikal oder sie dienen unserem Zweck. Wir haben minus 1 bei ihnen. Wie viel haben sie denn im Moment bei uns? Schauen wir doch mal. Die haben im Moment minus 1. Ne, wir können das schon machen. Wir sollten dem Rat folgen. Da haben wir mehr Migration, das passt schon. So, dann Postersparnis breitet sich aus. Was ist denn Postersparnis? Plus 20% maximale Rücklagen. Okay. Der Markt hat sich verändert. Fleisch ist teurer geworden. Kanonen sind teurer geworden. Und Fisch ist billiger geworden. Gut. Was ist denn das hier? Völkerfrühling. Der Ruf nach einer liberalen Re Revolution breitet sich in der ganzen Welt aus. Nee, nicht bei uns. Wir wollen eine Monarchie bleiben. Schweden ist im Frieden. Schweden hat keine aufständischen Interessengruppen. Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt. Wird mit einem Sieg der Revolutionäre abgeschlossen. All diese beliebige schwedische Interessengruppe ist Teil der Regierung, hat die Ideologie radikaler. Schweden hat Monarchie nicht beschlossen, haben wir aber. Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt. Schweden hat Zensuswahlrecht beschlossen oder die allgemeine Wahlrecht. Wird mit einem Sieg der Reaktionäre abgeschlossen. Alle Interessengruppen in Schweden. Derzeit erfüllen 7 von 8 die Anforderungen. Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt. Hat nicht die Ideologie radikaler oder die Interessengruppe ist randständig. Okay, wer hat denn die Ideologie radikaler, bitte? Wer ist bei uns radikal? Schaue ich mir gleich mal an. Wer ist radikal? Hier sieht man das. Die hier, ne? Nee. Radikal, das war doch ein ganz gutes Symbol. Nee. Ich schaue mir das Symbol noch mal kurz an. Das war so eine Kappe. Okay, ich glaube, es zählt, dass er hier radikaler ist. Deswegen, wenn er radikaler ist, zählen die auch. Und da er erst 35 ist, wird er auch noch ein bisschen leben, schätze ich mal. Pazifist, der Landbewohner. Die müssen wir dringend unterdrücken, die Intellektuellen. Aber im Moment können wir es uns nicht leisten. Oder? Doch, es kostet nur 200 Autorität und wir haben 262. Lass uns die unterdrücken. Sehr schön. Ich weiß nicht, warum wir jetzt mehr Autorität haben, aber wir haben sie auf jeden Fall. Ah ja, stimmt, wir sollen die eingeschränkte Kinderarbeit beschließen. Im Moment haben wir Kinderarbeit, da ist dafür die Industriellen. Die eingeschränkte Kinderarbeit, da ist dafür die Gewerkschaft, da würden wir die ein bisschen auf unsere Seite ziehen. Und die Grundbesitzer, die ja auch für uns sind. Und eigentlich finde ich eingeschränkte Kinderarbeit auch sehr passend. Hier hätten wir nämlich eine hohe Sterblichkeit und plus 30% Angehörigeneinkommen. Das interessiert uns nicht so sehr. Und hier hätten wir nur 15% Angehörigeneinkommen, aber dann für eine maximale Investition der Institution Bildung. Und die Sterblichkeit sinkt. Ich finde das schon gut, aber wir können das nicht machen, weil wir gerade ein Gesetz beschließen, ne? Ja. Das geht also nicht. Aber wenn wir das fertig haben, können wir da durchaus was machen. Schweden urbanisieren, der Völkerfrühling. Ja. Zack. Stärke einer Interessengruppe wurde abgeschlossen. Achso, das ist unsere Aufgabe, ja. Neuer Journaleindruck, ein Institutionsgesetz beschließen. Machen wir doch gerade. Machen wir doch gerade, aber kein Institutionsgesetz ist es. Doch, ändern Sie das derzeitige Gesundheitssystemsgesetz. Wir haben einen Überschuss an Bürokratie, wir sollten ein Gesetz verabschieden, das es uns ermöglicht, diesen Überschuss wieder in unsere Pops zu investieren. Ja, kein Gesundheitssystem wird. Machen wir. Schauen wir nochmal kurz hier rein, was die sagen. Gesundheitssystem sollen wir klicken. Gesetze und Gesundheitssystem. Jawohl. Kein Gesundheitssystem untersagt die Institution Gesundheitssystem. Genau. Dann sehen wir hier, wie viele dafür sind und dagegen und welchen Beschlusserfolgschance wir haben. Sollte das Gesetz nicht beim ersten Versuch beschlossen werden, gibt es ein Ereignis und der Ausgang kann unsere Chancen auf Erfolg beim nächsten Mal verbessern oder verschlechtern.
Die Zeit zwischen den Versuchen wird durch unsere Legitimität bestimmt. Ah, okay, interessant. Welche Legitimität haben wir überhaupt? Steht das hier irgendwo? Steht bei unserem König dabei. So, Beschlusserfolg für den Beschluss der Gesetze erhöhen. Erfolg ist 8,4%. Das ist ja nicht gerade besonders viel. Das ist für die Wohlfahrtskrankenhäuser. Ja, genau, das wollten wir ja auch. Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Debattieren 70%. Was heißt das? Debattieren 70%? Die derzeitige Chance auf eine Beschlussdebatte liegt bei 70%. Dies basiert auf folgendem. Ach so. Wir haben eine Chance von 8% auf Erfolg, eine Chance von 71%, dass debattiert wird und eine Chance von 20%, dass es blockiert wird. So ist es. Und wir sind ungefähr bei einem Drittel. So, die Schiffe sind tatsächlich gebaut worden und jetzt muss ich das gleich mal einstellen, dass wir hier in den Schiffswerften Marineschiffsbau machen, also hauptsächlich Kriegssegelschiffe. Genau, dadurch haben wir weniger Clipper, aber das war ja auch der Sinn der Sache, deswegen haben wir das ja auch überhaupt gebaut. Das Großfürstentum Finnland hat aufgehört, die Beziehungen zu verbessern. Die möchten gute Beziehungen mit uns, das ist doch schön. Können wir eigentlich auch mal machen. Wenn hier das mit Russland fertig ist, können wir Finnland machen. Handfeuerwaffen sind billiger geworden, Artillerie ist billiger geworden. Da haben wir aber eigentlich gar nichts gemacht. Der Investitionsfonds, wo ist denn der gerade? Bei 1000, ja, da muss man warten. Und wir haben Schulden. Wir haben Schulden, die bauen wir jetzt aber gleich ab. Wir haben ein bisschen Schulden angehäuft wegen dem Bauen, aber das ist kein Problem. Das gehört dazu zum Spiel. Ein paar Schulden ist okay. So, als nächstes werde ich eine Eisenmine bauen, wenn unser Investitionsfonds ein bisschen gestiegen ist. Schulden sind fast weg. Schaut mal, Gotan hat weniger Steuern als Ausgaben, das ist schlecht. Haben eigentlich alle, ne? Alle haben mehr Ausgaben als Steuern. Wo kriegen wir denn das ganze Geld aus dem Handel wahrscheinlich? So, jetzt wachsen unsere Reserven. Maximal können wir 1,49 Millionen haben. Kriegssegelschiffe sind gesunken, das war der Plan. Schwefel ist gestiegen, Fleisch ist gestiegen, Artillerie ist gestiegen. So, die Industriellen war einst mächtig, ist jetzt einflussreich. Ah ja, die sind ein bisschen gesunken auch, die Industriellen. Das ist interessant, warum auch immer. Können wir mal kurz gucken. Warum sind die gesunken, die Industriellen? Wir haben die ja, wir unterdrücken die nicht, ne? Die müssen steigen, schaut mal. Das ist die Opposition. Die Opposition ist sehr mächtig. Die sind mir zu mächtig eigentlich schon fast. Das ist der Thronfolger, der ist auch schon 48. Auch ein Protestant, aber französisch auch ebenfalls. Und der Interessengruppe intellektuell. Oh, wow, wow. Der hat Grundbesitzer. Ah, die Intellektuellen. Das ist nicht gut. Da kommen die ganzen Nachrichten rein. Familienbande wurde aktiviert. Plus 10% Einfluss. Wo denn? Hier? Da. Oh. Im Diplomatiespiel ist begonnen worden. Das muss ich mir gleich mal anschauen. Ja, also die sollten auf jeden Fall steigen, damit wir ein bisschen mehr in der Regierung haben. Das wäre gut. Regierung reformieren habe ich schon mal mir angeguckt, wenn wir die Kleinbürger mit reinnehmen. Dann haben wir aber... Oh, schaut mal, die Kleinbürger sind richtig gut. Das ist wahrscheinlich, weil wir die unterstützen. Ja. Deswegen sind die anderen auch gesunken. Das macht Sinn, ne? Die sind richtig nach oben geschossen. Ich will die aber jetzt auch nicht zu stark haben. Weil die ja bloß so mittel die Bürokratie, also die billigen bloß die Monarchie. Also zu stark sollen die auch nicht werden. Die billigen auf jeden Fall die Zensur und die billigen auch die Proportionalsteuer, die ich ganz gerne einführen möchte. So, also Diplomatiespiel wurde begonnen. Hier in Preußen um dieses Gebiet, um Anhalt. Aha. Die Streitkräfte sind nicht länger mächtig, sind jetzt einflussreich. Die Kleinbürger sind dafür jetzt mächtig. Interessant. Interessant, aber die Kleinbürger mögen uns gar nicht so sehr, oder? Naja, doch, plus 6 immerhin.
Was kriegen wir denn dann? Wir kriegen Führungskräfte plus 20% Bürokratie. Sehr schön. Okay. Wir können uns hier einmischen, aber ich weiß nicht. Also Preußen wächst und wächst. Preußen wird wahrscheinlich bald das Deutsche Reich gründen. Russland hat das Osmanische Reich zum Rivalen erklärt. Aha. Also ich möchte mich da jetzt eher nicht einmischen in dieses Diplomatiespiel. Ist schon Krieg? Nicht so aus, ne? Ist das Berlin? Ne, das wird Berlin sein. Was ist denn das hier? Magdeburg? Hm, keine Ahnung. Preußisch-Anhalt. Hier steht leider kein Name drüber über den Städten. Das ist merkwürdig, ne? Bei uns stehen Namen drüber. Vielleicht wenn wir es anklicken. Das Land. Nee. Brandenburg. Ja, das wird auf jeden Fall Berlin sein, denke ich. Das wird Frankfurt an der Oder sein. Oder? Ja. Danzig hier oben. Schätze ich. So, jetzt ist Krieg. Ja, jetzt ist Krieg. Es bewegen sich auch irgendwelche Fronten. Russen auf Seite Anhalts. Bremen erklärt Neutralität. Preußen Einberufung, Österreich auch auf Seiten Anhalts. Oh, das könnte schwer werden für Preußen. Da bin ich gespannt, was daraus kommt. Hier sieht man auch, ne? Preußen verliert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie sich Anhalt schnappen können. Baden auf Seiten von Preußen. Mhm. Artillerie ist billiger geworden. Wahrscheinlich, weil es Krieg ist. Eisen, Schwefel. Eisen ist auch relativ teuer, ne? Importroute für Papier ist abgebrochen worden. Österreich braucht sein Papier selber, weil es im Krieg ist. Fangen wir auf Seite Preußens. Okay, interessant. So, was wollten wir machen? Wir wollten mal gucken, wie der Investitionsfonds steht. Der ist relativ niedrig noch. Und dann schauen wir mal, wo können wir Minen bauen. Bei Ressourcen müssen wir gucken. Eisenminen haben wir hier oben. Hier hätten wir Bleiminen. Hier hätten wir auch Eisenminen. Gezogene Rohre freigeschaltet. Gewehre für Waffenfabriken, Repetiergewehr und Hinterladeartillerie. Okay. Hier haben wir Kohleminen tatsächlich in Skornen. 8 Kohleminen können wir dort bauen. Dann sollten wir eine bauen. So teuer kann die nicht sein, oder? Mal auf, wie teuer sind die? 300 tatsächlich, doch. Okay, wir haben jetzt ein bisschen weniger Bau, weil wir einen Baubereich hier abgerissen haben in Gotland. Hm. Was ist denn hier los? Ist ja Wahnsinn. Hat es ein buchtisches Interesse an der Nordsee entfernt? Granatkanonen breiten sich aus. Ich baue jetzt auf jeden Fall mal eine Kohlemine. Wir haben ein bisschen Überschuss hier. Wir haben 169.000 Goldreserven. Ja, da können wir auch mal eine Kohlemine bauen. Und vielleicht können wir auch gleichzeitig... Was sind das hier? Ein Zeichen. Oh, die frohe Botschaft der Revolution. Was ist denn hier schon wieder los? Was wir sind, werden sie auch sein. Großfürstentum Finnland erhält das Ereignis der Stimme der Revolution und Intellektueller erhält verbreitet der Revolution. Plus 2 Interessengruppen Zustimmung. Diese Seuche muss eingedämmt werden. Intellektuelle erhalten dämmte die Revolution ein für 2 Jahre minus 2. Ganz kurz mal auf die Intellektuellen gucken. Wir sind bei minus 1. Ja, ich glaube, wir dämmen die Revolution tatsächlich ein. Können wir schon leisten, denke ich. Hm? Jetzt ist es eher wieder ausgeglichen, der Krieg. Ich hoffe, wir können bald dieses Wohlfahrtskrankenhaus hier beschließen. Aber mit 8,2% ist natürlich der Erfolg eher unsicher. So, was können wir denn jetzt noch bauen? Ich möchte gerne noch was Zweites bauen. Tuchfabriken stellen die Kleidung her. Die stellen Kleidung her. Die sind aber nicht rentabel. Warum nicht? Weil Tuch so teuer ist. Oder warum? Denn Kleidung ist teuer. Tuch ist nicht so teuer. Eigentlich müssen die doch rentabel sein. Vielleicht einfach, weil Tuch teurer geworden ist, weil wir gerade bauen. Können wir denn Tuch herstellen? Wo können wir Tuch herstellen? Viehhöfe, Baumwollplantagen, Viehhöfe. Also Viehhöfe ausbauen.
Wo haben wir die meisten Bauern? Hier, dort, dort, hier. Also hier die Viehhöfe ausbauen. Haben wir hier überhaupt Viehhöfe? Nein, dann bauen wir doch mal einen. Wir bauen hier einen Viehhof. Genau. Dann stellen wir Tuch her. Wir können auch Tuch importieren. Geht auch. So, die sind alle neutral. Wir sind selber auch neutral, haben es aber nicht erklärt, aber ich hoffe, das ist klar. So, da stellen wir Kohleminen her. Dann brauchen wir Stahlfabriken. Die können wir auch ins Sphärland bauen. Sobald die Kohleminen fertig sind. Jetzt haben wir minus 20. Krass. Aber es ist wichtig für die Investition. Wie schaut es mit unserem Rang aus? 163, 139 haben wir. Wir brauchen 163. Das steigt leider auch, ne? Also unser Rang steigt, aber die Grenze für die Mittelmacht steigt leider auch. Das ist ein bisschen das Problem. Importroute für Hartholz wurde erstellt aus Preußen. Wie haben wir es jetzt dann nochmal? Schlacht in Eibe, Schlacht um Dessau. Wo muss uns das überhaupt interessieren? Das verstehe ich nicht. Artillerie, Wein, Eisen teurer geworden. Kleidung. Tuch ist auch nochmal teurer geworden. Deswegen sind die auch nicht mehr. Ja, deswegen. Kleidung ist billiger geworden, Tuch ist teurer geworden. Das ist natürlich schlecht für die Tuchfabriken, klar. Import für Route für Eisen wurde abgebrochen von den Niederlanden. Wie schaut es denn eigentlich hier mit Dänemark aus? Da wollen wir ja gerne auch mal einen Krieg führen. Das können wir, glaube ich, 1851 machen. Haben die sich ausgebaut? 3011. 14,5. Protestantisch-Dänisch verarmt. Auch eine Monarchie. König Friedrich von Oldenburg. Die Beziehungen sind schlecht. Dänemark will die Welt durch bewaffneten Isolationismus im Zaum halten. Naja. Gut, Eisen sinkt, Artillerie sinkt, Schwefel sinkt, Öl, Luxuskleidung, Tuch sinkt wieder. Sehr gut. Vielleicht können wir mal ganz kurz die Tuchfabrik anschauen, ob die immer noch. Ja, die ist, da geht es immer noch schlecht. Geht das für alle Tuchfabriken? Ich schau mal ganz kurz. Hier. Ach, wir haben nur in Sverland Tuchfabriken tatsächlich. Interessant. Wir könnten mehr Luxuskleidung herstellen. Ja. Da würden sie vielleicht auch mehr Gewinn machen. Sie bräuchten aber dann auch. Nee, sie bräuchten weniger Tuch, dafür bräuchten sie mehr Seide. Und das bringt uns natürlich auch nicht weiter. Wir könnten Färbereien. Da bräuchten wir aber wiederum Färbemittel. Wie können wir Färbemittel herstellen? In Kunststoffwerken und Färbemittelplantagen. Haben wir, glaube ich, beides nicht, ne? Ach, nicht schon wieder. Was ist denn jetzt los? Die frohe Botschaft der Revolution. Die Befürworter liberaler Reformen sind bestrebt, ihre Ideen in unsere Nachbarländer zu verbreiten. Die Seuche muss eingedämmt werden. Ich bin immer noch der Meinung. Und hier eine Stimme, die sich für den derzeit aufkommenden Liberalismus ausspricht, hat Anklang bei der Interessengruppe Industrielle gefunden. Die Sache muss Gehör finden, ein Charakter erscheint in Schweden, oder dies ist viel zu extrem für die schwedische Politik. Die Industriellen werden minus 4. Ich muss mal kurz mal die Industriellen angucken. Die sind schon bei minus 5. Ja, gut. Aber, nee, das sind die Intellektuellen, Entschuldigung. Die Industriellen sind bei minus 2, okay. Dies ist viel zu extrem für die schwedische Politik. So, bald wird hier entschieden, was passiert. Steuerhinterziehung wurde aktiviert. Ja, minus 10% Fertigungssteuereinkommen. Und Sozialkritik wurde mal wieder aktiviert. Ach, mein Gott. Wir haben auch kein Glück hier, ne? Unproduktive Handelsrouten haben wir und Schiffe sind nicht mehr so teuer, wie es ausschaut.
Pass mal auf, wir haben ja viel Einfluss. Können wir dann vielleicht hier bei der, nee, bei der Politiklinse? Den Straßenerhalt machen, das braucht uns Autorität. Okay, nee, können wir dann nicht machen. Gut, unsere Bauwerke sind fertig. Das heißt, wir müssten jetzt hier eigentlich Kohle herstellen. Und hier haben wir einen Viehhof gebaut. Können wir den so umstellen, dass wir mehr Tuch herstellen? Da haben wir Fleisch, da haben wir Fleisch. Und da haben wir auch Fleisch, aber wir brauchen jeweils Werkzeuge. Okay. Freiluftschlachtung, Schlachthöfe. Hier ist ein Ausrufezeichen. Warum? Einige der vorhergesagten Preisänderungen entfalten ihre vollständige Wirkung erst nach Eintreten des Warenersatzes. Wir bräuchten 20, wir haben 20 mehr Fleisch und bräuchten aber dafür 10 mehr Werkzeuge. Aber das ist, denke ich, okay. Hätten wir 10 mehr Fleisch, ja, wir machen schon Schlachthöfe, kommen. Und hier können wir sagen, einfacher Viehhof oder intensive Weidewirtschaft. Da hätten wir mehr Tuch. Ja. Sehr gut. Genau das wollen wir ja haben. Also intensive Weidewirtschaft, mehr Tuch. 16 Tuch stellen wir her. Dann können wir eigentlich die Viehhöfe tatsächlich sogar noch ein bisschen ausbauen. Wir haben genug Arbeiter. 87.000. Das sollte passen, um hier noch mehr auszubauen. Warten wir mal ab, ob sich die hier füllen. Aber ich denke, die füllen sich. Und produktiv sind sie auch. Dann bauen wir nochmal zwei und dann sollte der Tuchpreis eigentlich stark sinken. Oh ja, die Herstellen füllen sich. Kleriker auch. Wahnsinn. Wie schaut denn der Fonds aus? Nicht gut. Da müssen wir auch warten, dass sich der wieder füllt. Aber wir haben wieder ein paar Reserven. So, was ist jetzt hier passiert? Ist hier was passiert? Es ist gar nichts passiert, offensichtlich. Wir haben jetzt wieder 420 Tage hier. 8,5%. Ich glaube, das ist ein bisschen gestiegen. Vorher war es, glaube ich, 8,4%. Können wir da was machen? Wahrscheinlich, wenn wir die Kirche stärken, oder? Wenn wir die Kirche stärken. Pass mal auf, das mache ich jetzt einfach mal. Das mache ich jetzt einfach mal, indem wir bei den kleinen Bürgern das Stärken rausnehmen und das bei der Kirche reinmachen. Schauen, was dann passiert, wenn die stärker werden. Ich weiß nicht, ob die jetzt ganz stark wieder schwächer werden. Keine Ahnung, aber vielleicht nützt das was, um unser Gesetz durchzubringen. Gesundheitssteuer. Da die Rufe nach einer Art Gesundheitswesen immer lauter werden, stellen viele in Frage, woher das Geld für ein solches neues System kommen soll. Manche haben vorgeschlagen, dass wir es einfach aus dem Steuertopf nehmen, wohingegen andere darauf bestehen, dass die Regierung die Kosten irgendwie anders decken muss. Also nur damit ich das richtig verstehe, wir sollen nicht nur für die eigene Gesundheitsversorgung bezahlen, sondern auch für die von jemand anderem. Ich will doch nicht, dass meine bezahlten Steuern irgendeinem zufälligen Bauern zugutekommen, der nicht unter meiner Verantwortung fällt. Ich muss doch an meine eigene Gesundheit und Familie denken. Ich kann es mir wohl kaum leisten, für alle anderen in Schweden zu bezahlen. Nehmt es aus dem Steueretat. Schweden erhält Gesundheitswesen, während Wohlfahrtskrankenhäuser beschlossen wird, von minus 1.100 Steuereinkommen. Schweden erhält Industriellensteuer, während Wohlfahrtskrankenhäuser beschlossen wird, minus 2 Zustimmung für Industrielle. Und Schweden erhält Gesundheitsbesteuern, während Wohlfahrtskrankenhäuser beschlossen wird, plus 20% Erlassungserfolgschance. Das heißt, wir kriegen 20% Erfolgschance. Die Regierung soll die Kosten decken. Wir müssen alles tragen, bekommen plus 30% Erlassungserfolgschance. Oder wir kommen auch so zurecht, nur plus 10% Erlassungserfolgschance. Nee, ich glaube, wir zahlen das. Wir haben, glaube ich, genug. Ich glaube, wir können das zahlen und dann haben wir plus 30% Chance. Das ist doch gut. Da verlieren wir jetzt Geld, aber das ist, denke ich, okay. Und dafür haben wir jetzt 38% Chance. Das schaut doch dann schon mal anders aus. Eisen ist teuer. Ah ja, die unproduktiven Handelswaren, die müssen wir uns gleich mal anschauen. Nicht Handelswaren, sondern Handelsrouten. Wein. Eisen wird von uns exportiert. Von Pommern nach Götaland. Nee, es wird importiert. Aus Preußen wird es importiert. Und das hier wäre Schwefel. Nee, das ist importiert. Schwefel, wir importieren Schwefel. Das ist schon okay, dass es das was kostet. Wir brauchen das.
Und das ist tatsächlich ein Export, so wie es ausschaut. Dadurch wird der in Preußen billiger und bei uns wird er teurer. Das können wir einstellen, Eisen exportieren. Und Import vom Wein, ich glaube, das muss man trotzdem machen. Sonst ist der Wein zu teuer. Ja, das lassen wir, das lassen wir, das passt. So, wer hat denn schon wieder Beziehungen verbessert, abgebrochen mit Russland? Okay. Ach, seht mal, wir haben auch das abgebrochen, weil wir fertig sind. Handelsvertragsvorschlag. Russland möchte einen Handelsvertrag mit uns eingehen. Können wir eigentlich machen, oder? Oh, schaut mal, ist das ein Krieg zwischen Preußen und Russland? Oder was ist hier los? Wir können einen Handelsvertrag machen, das schadet ja nicht, oder? Das kostet uns ein bisschen Einfluss offensichtlich. Handelsvertrag mit Russland, ja. Das kostet uns Einfluss und ich glaube, wir verlieren ein bisschen Geld, weil wir nicht mehr keine Zölle mehr einnehmen. Aber dafür auch nicht mehr zahlen. Ja, und wir kriegen ein bisschen Bürokratie zurück, was nicht schlecht ist. Gut, ich schaue mal, ob sich hier beim Handel was getan hat. Gegen Russland. Warte, aber können wir auch Russland anklicken und dann schauen? Ja, hier. Oder? Das ist doch russisch. Ja, das ist russisch. Der russische Markt. Wir sehen aber nicht tatsächlich, was wir gut handeln können. Nee, das sehen wir hier irgendwie nicht. Ja, das muss man wirklich extra anklicken. Russisch minus. Ich klicke mich hier mal gerade durch. Das muss leider von Hand sein. So, wir könnten Getreide importieren. Da würden wir sogar Geld verdienen. Und unser Getreide würde günstiger werden. Ja, machen wir das. Dann Glas. Nein, das kostet uns alles. Hier, wir können Hartholz importieren. Würde unser Hartholz billiger machen. Könnten wir machen. Können wir machen. Kaffee. Kleidung importieren, das ist auch gut. Wir haben kein Problem mit teurer Kleidung. Das können wir machen. Kohle kostet uns. Luxusmöbel, nee, das müssen wir exportieren, nicht importieren. Möbel. Nein. Okay, was haben wir hier noch? Spirituosen. Spirituosen können wir importieren. Sehr schön. Wir haben uns ein bisschen mit Russland angenähert. Wein können wir aus Russland importieren. Auch ein bisschen merkwürdig, aber gut. Machen wir trotzdem. Und Öl. Okay. Wie schaut es mit Export aus? Artillerie, ja, ist ein bisschen kritisch. Mache ich lieber nicht. Dünger könnten wir exportieren. Würde den Düngerpreis bei uns ein bisschen erhöhen? Ja, nicht so gut. Dünger sollte günstig sein. Fisch. Fisch können wir exportieren. Ja. Getreide haben wir gerade importiert. Das brauchen wir nicht auch noch exportieren. Das wäre ein bisschen unlogisch. Waffen, nee, exportieren wir nicht. Klipper brauchen wir selbst, Kohle brauchen wir selbst. Möbel exportieren wir, glaube ich, schon. Hier, Möbel können wir noch exportieren. Das würde aber die Möbel bei uns verteuern und wir haben, glaube ich, eh schon relativ teure Möbel. Lassen wir mal. Papier ist auch zu teuer bei uns. Schwefel importieren wir. Spirituosen. Nee. Werkzeuge. Nee, die sollen bei uns billig bleiben. Passt. Okay, lassen wir so. Ich würde gerne wissen, was das jetzt für ein Krieg hier ist. Oder sind das nur, ist das immer noch derselbe Krieg, den wir vorher hatten?
Diplomatie-Spiele hat, haben sie im Moment keine. Keine Ahnung, was das ist. Das ist auch eine Revolution, die wir gerade hier sehen. Wir sind berüchtigt. Merkwürdig. Gut, ich werde noch kurz spielen, so 10 Minuten oder sowas, und dann war es das. Lass mal das für heute. Dann beenden wir es für heute. Eisen ist teuer. Wir brauchen noch mal eine Eisenmine, bevor wir eine Stahlmine bauen, würde ich sagen. Können, glaube ich, auch wieder bauen. Ja, der Investitionsfonds ist jetzt nicht so riesig, aber wir haben wieder ein bisschen Reserven. Können demnächst bauen. Sizilianische Interessen an Norddeutschland, Bayerisch-Badensische Rivalität. Mechanisierte Werkstätten sind freigeschaltet worden. Für Tuchfabriken. Ah, für Tuchfabriken natürlich interessant. Okay, schauen wir uns gleich mal an. Hatten wir jetzt eine Tuchfabrik gebaut eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Tuchfabriken. Jetzt, die Tuchfabriken sind wieder rentabel. Sehr schön, weil das Tuch billiger geworden ist, hoffentlich. So, traditionelle Webstühle, Webmaschinen. Wir brauchen mehr Werkzeug, aber brauchen dafür weniger Arbeiter. Aber Arbeiter haben wir im Moment genug. Das sollten wir wohl eher so lassen, denke ich. Nähmaschinen. Dafür brauchen wir aber keine Farbstoffe, oder? Doch, wir brauchen trotzdem Farbstoffe. Werkzeuge und Tuch. Also bräuchten mehr Tuch. Würden aber auch wesentlich mehr Kleidung herstellen. Ja. Ja, dafür bräuchten wir Färbemittel. Also Färbemittel, das bleibt nicht aus. Wir brauchen Färbemittel. Können wir hier Färbemittel herstellen? Nee, eine Kunsthochschule könnten wir herstellen. Aber Färbemittel oder sowas können wir hier nicht herstellen. Nee. Ich gucke nochmal ganz kurz. Hier. Färbemittel. Produziert in Kunststoffwerke. Wir müssen vorher Anilin erforschen. Dann haben wir das erst. Und Färbemittelplantagen, die brauchen die Einzäunung, das haben wir. Aber Färbemittelplantagen, glaube ich, die gehen bei uns nicht. Es gibt kein Gebäude des Typs Färbemittelplantagen in Schweden. Ich glaube, das geht auch nicht. Schauen wir mal kurz in Gebäude rein. Färbemittelplantagen. Hier unten müsste es dann stehen, oder? Kunststoffwerke braucht Anilin, wie gesagt. Aber Färbemittelplantagen können wir, soweit ich das hier sehe, nicht bauen. Oder doch, Färbemittelplantagen. Wo können wir die bauen? Können wir die überhaupt bauen? Schaut nicht so aus, oder? Leimminen können wir dort bauen. Aber Färbemittelplantagen, Bananenplantagen können wir auch nicht bauen. Nö. Steht das hier irgendwo? Das steht nicht da. Steht nur da, was wir brauchen. Wir brauchen die Einzäunungen, aber das. Ach, hier steht 0. Wahrscheinlich 0 steht. Heißt, dass wir gar nichts bauen können. Bleimine, eine. In einem Staat können wir es bauen. Hier steht 0. Okay, das macht Sinn. Aber wir können theoretisch Kunststoffwerke bauen, wenn wir Anilin erforscht haben. Mal kurz gucken. Technik hier. Wahrscheinlich ist das hier, oder? Anilin. Anilin. Anilin hier? Nee. Hier, da ist es. Wir müssen also in diese Richtung gehen. Hier zum Gummi. Also Kristallglas, dann chemisches Bleichen und dann Gummi. Okay. Gut. Kann man sich überlegen, dann in die Richtung zu gehen. Ja, den Wein können wir jetzt einstellen aus Preußen, den brauchen wir nicht mehr. Wie ist denn der Schwefelpreis bei uns? Der ist eh so billig. Ja, wenn der Schwefel eh so billig ist, brauchen wir sie eigentlich auch nicht mehr importieren. Deswegen lohnt sich es wahrscheinlich auch nicht mehr, was so billig ist. Stellen wir selber inzwischen Schwefel her? Ich weiß es gar nicht. Holzfällerlager ist nicht mehr rentabel und die Eisenmine auch nicht. Warum denn die Eisenmine nicht? Weil die Werkzeuge so teuer sind wahrscheinlich. Wir brauchen mehr Werkzeuge. Ein Embargo. Ein Embargo tatsächlich. Ein Politiker ist gestorben. Olaus Brahe. Der war von den Grundbesitzern.
Österreich hat Preußen mit einem Embargo belegt. Ach, ich dachte schon, wir hätten ein Embargo. Na dann ist ja gut. Schwefel ist stark gestiegen. Artillerie ist gestiegen, Eisen ist gesunken. Ja, die Eisenminen sind auch nicht mehr produktiv. Hier würden wir mehr Eisen herstellen, bräuchten dafür aber Sprengstoffe. Sprengstoffe, wo stellen wir die denn her? In Chemiefabriken. Haben wir noch nicht. Da bräuchten wir wiederum Kohle. Aber Kohle haben wir ja jetzt. Da würden wir mehr Eisen herstellen. Atmosphärische Dampfmaschine. Die Kohle würde auch steigen. Und zwar sehr viel. Die Kohle würde sehr stark steigen. Und Werkzeuge würde auch ein bisschen steigen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle. Wir brauchen mehr Kohle. Deswegen würde ich sagen, wir stellen jetzt erst noch mal eine Kohlemine her, oder? Ah, die haben nicht genug Beschäftigte wiederum. Wir haben noch 12.000 Bauern. Die stellen auf jeden Fall ein. Okay, die Roggenfelder sind nicht mehr produktiv. Was ist denn hier los? Weil die Werkzeuge so teuer sind wahrscheinlich. Ja, wir müssen die Werkzeuge senken. Wo haben wir Werkzeugfabriken? Möbelfabriken. Werkzeugfabriken. Dann bauen wir mal zwei Werkzeugfabriken. Wir brauchen mehr Werkzeuge. Werkzeuge brauchen wir überall. Dann wird auch bis Blei teurer. Holz teurer. Das passt. Dann können wir hier vielleicht noch... nicht das Blei wird teurer, sondern das Eisen wird teurer. Ich möchte halt jetzt nicht ungern eine Eisenmine bauen, solange wir hier im Minus sind. Es gibt nicht genügend Pops und Qualifikationen, um dieses Gebäude vollständig zu besetzen. Aber ja, jetzt sind sie produktiver. Okay, dann bauen wir auch zwei Eisenminen. Jetzt investieren wir mal so richtig. Rivalität abgebrochen. Bayern und Preußen sind herzlich. Okay. Die eine Bleimine ist schon fertig. Das kann ja gar nicht sein. Eisenmine, nein. Nein, nein, nein. Die wird hier nur nicht angezeigt, weil wir sie nicht gleichzeitig bauen können. So rum ist es. So rum ist es, ne? Genau. Das dauert noch. Norwegen hat eine Importroute erstellt, die Seide aus Markt Österreich nach Schweden bewegt. Ja, gerne. Nichts dagegen. Blei ist richtig günstig. Krass. Eisen ist dafür teurer geworden. Artillerie ist teurer geworden. Handfeuerwaffen, Tuch ist teurer geworden, Fisch. Ja, Eisen ist immer noch teuer. Der Eisen wird jetzt natürlich auch durchs Bauen teurer. Die Artillerie ist teuer. Ja, da müssen wir auch mal was machen. Und wir müssen unbedingt was wegen dem Marktzugriff machen, weil dafür brauchen wir eine Eisenbahn. Also ich hätte gerne eine Eisenbahn. Wir können natürlich auch einen Hafen bauen. Ist ja auch eine gute Idee, hier einen Hafen zu bauen. Ja, hier noch einen Hafen bauen. Pass mal auf. Wir können uns ruhig leisten, ein bisschen ins Minus zu gehen. Dafür können wir hier richtig schön ausbauen. Hier ein Hafen. Der Hafen bringt Urbanisierung und Infrastruktur. 10 Stück. 10 Infrastruktur. Wir brauchen... Oh Gott, wir brauchen 40. Das heißt, wir bräuchten nicht 4 Häfen. Wie viel bringt denn eine Eisenbahn? Kriegsgewinnler. Pazifisten unter der Führung von Jonas Bengtsson protestieren gegen die Waffenproduktion in Skåne. Das auch noch. Es gibt einige, die behaupten, Schweden erlebe eine Zeit des Friedens, sagt Bengtsson vor versammelter Menge, bevor er in Richtung der Werkstatt gestikuliert und mit Zorn in der Stimme fortfuhr. Ich sage euch, solange diese Gewehre in irgendeinem Land dieser Welt abgefeuert werden, haben wir keinen Frieden. Das Blut dieser Kriege klebt auch an unseren Händen und wir können uns dieser Schuld erst entledigen, wenn wir aufhören, diese Mordwerkzeuge herzustellen. Stoppt die Gewehrproduktion, bis sich die Lage beruhigt hat. Minus 100% Handfeuerwaffenausstoß von Gebäuden für 5 Jahre. Reduziert die Gewehrproduktion als Kompromiss. Minus 50% und die Landbewohner bekommen minus 1. Oder wir werden uns nicht für unsere gute Handwerkskunst schämen. Landbewohner bekommen minus 3. Die Landbewohner sind Pazifisten. Pass mal auf, wir schauen uns mal kurz die Landbewohner an. Die sind im Moment bei plus 2. Interessieren uns die? Ja, weil der Anführer ein Pazifist ist, deswegen. Die haben relativ hohen politischen Druck. Aber eigentlich interessiert uns das nicht wirklich. Wir werden uns nicht für unsere gute Handwerkskunst schämen. So. Guck mal, wir sind bei 39,7. Hat das auch damals damit zu tun, dass die Kirche vielleicht jetzt besser ist?
Nee, die Kirche wurde nicht gestärkt. Warum nicht? Die ist doch nur bei 9,7. Die Kleinbürger, die hat es total nach oben gerissen. Sehr merkwürdig. Wenn ich jetzt übrigens die Kleinbürger in die Regierung reinhole, dann verlieren wir auch Legitimität. Das ist nicht gut. Schade. Wenn wir sie reinholen und dafür die Grundbesitzer rausnehmen? Nee. Dann verlieren wir auch Legitimität. Ach so geht's. Kleinbürger und Grundbesitzer. Dann würden wir sogar Legitimität bekommen. Wir hätten aber auch mehr Radikale und weniger Loyalisten. Oh, schaut mal, wie viele Radikale wir sogar hätten. Und so hatten wir auch viele Radikale, ja. Naja, irgendwie lohnt sich das nicht, das umzustellen. Portrude für Zucker gibt's. Okay, also in Norwegen wird das auf einmal total aktiv hier. Seide, Zucker, Artillerie sinkt. Was ist denn hier los? Hat sich das Gebiet irgendwie vereinigt? Ganz merkwürdig. Russische Haltung? Das ist aber Russland. Das ist nicht Preußen. Preußen ist hier. Das ist Russland. Hat Russland irgendwie ein Problem? Schaut mal, es breitet sich aus. Ich glaube, Russland hat eine Revolution. Kann das sein? Hier sehen wir was. Negativer Artikel unterdrückt. Und erzwungene Rassentrennung. Ich glaube, Russland leidet gerade unter einer Revolution. Nee, Russland ist im Krieg gegen Preußen. Aber es ist nicht in unserem Gebiet wahrscheinlich. Und deswegen können wir da auch nicht mitmachen. Preußen hat tatsächlich Russland den Krieg erklärt. Okay, also doch. Ich dachte nämlich, das ist ja auch der preußische Adler. Krass, 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 krass. Okay, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Die IG Intellektuelle scheint nur wenig Zustimmung für unsere Regierung zu haben. Wir sollten versuchen, sie zu beschwichtigen und zu vermeiden, dass sie radikalisiert wird und sich gegen uns wendet. Die Zustimmung der Intellektuelle ist größer oder gleich 2. Okay. Wie viel haben sie denn jetzt? Minus 6. Uiuiui. Und wir unterdrücken sie auch noch. Ja, sind auch schon bei 9,3 angekommen. Haha. Selber schuld, wenn man einen Radikalen als Führer hat. Britisch-osmanische Rivalität erklärt. Importroute für Färbemittel. Okay. Norwegen holt Färbemittel bei uns rein. Wie schaut denn das mit dem Preis jetzt für Färbemittel aus? Oh. Wir importieren Blei. Ne, Eisen. Ne, wir exportieren. Mhm. Dann beenden wir doch diese sehr teuren Exportrouten, die nichts bringen. Wir bauen ja hier gerade noch Werkzeuge und Eisenminen. Also schauen wir mal, was da passiert, wenn die fertig sind. Was wollte ich gerade gucken? Ich wollte eigentlich was ganz anderes gucken, ne? Ich hab's vergessen. Weißt du was wegen den Intellektuellen? Nein. Was hier was? Bei Gebäude? Ich weiß, ja. Wir müssen auf jeden Fall auch mal eine Lebensmittelfabrik bauen. Das kommt dann auch mal. Aber jetzt müssen wir dann erstmal wieder die Schulden abbauen. Also jetzt wird erstmal wieder nicht gebaut. Ich verstehe nicht, warum die Infrastruktur auf einmal so gesunken ist. Was haben wir denn da verändert? Das ist echt merkwürdig. Die Handelszentren vielleicht, ja, das könnte sein, aber irgendwie ist das trotzdem merkwürdig. Oder es gab einen Patch. Vielleicht gab es auch einen Patch, den wir nicht gemerkt haben. Motoren aus und Parma hat eingewilligt, ein Protektorat Österreichs zu sein. Hm? Parma ist in Italien wahrscheinlich, oder? Hier, ja. Okay, na hier sind jetzt die Namen der Städte. Hier jetzt auch, Magdeburg, hatte ich recht, Magdeburg und Berlin. War ich gar nicht so schlecht, ein Aufruhr in Braunschweig, in Hamburg und in, wo sind wir da, Bremen.
Na gut. So, wir wollten hier in Finnland gut Wetter machen, ne? Erinnere ich mich gerade. Hier wollten wir die Beziehungen verbessern. Kostet uns 150 Einfluss, aber das können wir uns leisten, locker. Locker können wir uns das leisten. So, mit wem brauchen wir denn noch gute Beziehungen? Preußen zum Beispiel, wie schauen denn da die Beziehungen ein? Herzlich. Okay, mit plus 50, das passt. Wie schaut es bei Frankreich aus? Schutzbedürftig. Frankreich will Schweden sogar unterstützen, sehr schön. Wir sollen sie finanzieren. Nee, danke schön. Mit wem könnten wir denn noch gute Beziehungen brauchen? Niemand mehr eigentlich, ne? Vielleicht die Vereinigten Staaten noch. Das geht nicht mehr, weil wir da kein Interesse haben. Oder ja, haben kein Interesse mehr. Eisenbahn freigeschaltet. Eisenbahntransport wurde freigeschaltet. Die erste Eisenbahn mit Dampflokomotive wurde gebaut, um Passagiere zu transportieren. Erst später begann man sie auch für industrielle Zwecke zu benutzen. Die effiziente und schnelle Transportmethode machte Kanäle bald überflüssig, selbst wenn letztere erst wenige Jahre zuvor für exorbitante Kosten fertiggestellt worden sind. Ja, das ist natürlich tragisch. Verbessern Sie die Infrastruktur durch Eisenbahn wurde dem Journal hinzugefügt. Ja, das würde ich auch sehr gerne machen. Schauen wir uns das mal kurz an. Die Infrastruktur des Staates Svealand reicht nicht mehr aus, um die Industrie zu unterstützen, was sich negativ auf den Marktzugriff auswirkt. Investieren Sie in lokale Eisenbahn, um dieses Problem ein für alle Mal zu lösen. Schauen wir mal ganz kurz an. Sagt mir wie. Eisenbahnen können über die Handelslinse gebaut werden. Ah, okay. Ach hier, Eisenbahn, da sehen wir es ja. Finden Sie Eisenbahn und bauen Sie sie in Svealand. Beginnen Sie den Bau von Eisenbahnen in Svealand. Ja, das möchte ich jetzt eigentlich eher nicht machen, aber gut. Was kostet uns das denn? Richtig viel, ne? Na gut, komm, wir machen's. Aber es fehlen noch die Motoren. Na gut, ich baue es jetzt trotzdem mal. Tolle Arbeit, der Bau ist im Gange. Eisenbahn funktionieren wie die meisten anderen Gebäude. Sie brauchen für den Bau Zeit und Geld. Im Anschluss beschäftigen sie Pops für den Betrieb. Sie brauchen dafür Motoren sowie eine Art Treibstoff und im Gegenzug für Transportmöglichkeiten, die am Markt angeboten werden. Ja. Wir schließen die Handelslinse, okay. Wir öffnen das Eisenbahndetailtafel in Svealand. Svealand, Gebäude, Eisenbahn. Sowohl Pops als auch Gebäude können Transport kaufen, um Pop-Bedarfe oder die Anforderungen ihrer Produktionsmethoden zu erfüllen. Ist die Nachfrage jedoch niedrig und sind die Kosten der Waren zuvor hoch, können Eisenbahnen leicht unproduktiv werden und Angestellte durch niedrige Gehälter verlieren. Um einen optimalen Zugang zu einer auf Eisenbahn basierenden Infrastruktur zu haben, muss man die Eisenbahn eventuell subventionieren. Entweder in einzelnen Staaten oder komplett, falls sie ohnehin nicht schon subventioniert werden. Öffnen Sie die Gebäudetafel, klicken Sie auf Entwicklungsreiter und überprüfen Sie, ob die Eisenbahn subventioniert werden. Gebäudetafel auf die Entwicklungsreiter. Hier. Dieses Gebäude wird subventioniert und kostet 0 pro Woche. Ja, machen wir mal aus. Gebäudetafel, Entwicklung, Eisenbahnen. Alle Gebäude in dieser Gruppe werden subventioniert. Machen wir mal alles aus. Wieder an. Keine automatische Erweiterung und hier können wir es erweitern. Verstanden. Es ist möglich, dass nach Abschluss des Baus und bei Vollbeschäftigung die Startinfrastruktur im Vergleich zur Infrastrukturnutzung immer noch nicht reicht. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie noch mehr Eisenbahnen bauen. Dabei sollten wir allerdings darauf achten, dass sie profitabel oder subventioniert sind. Man kann überholte Gebäude, die zu viel Infrastrukturnutzung im Staat erzeugen, verkleinern. Ja, sehr schön. Was brauchen denn die jetzt genau? Eisenbahnen hier. Hat keinen Verbrauch, da es inaktiv ist. Ja, weil es noch nicht fertig gebaut ist. Okay, da müssen wir mal kurz warten. Da müssen wir warten, aber jetzt auf jeden Fall hohe Schulden. Aber wir haben eine Forschung. Ach, wir haben die Eisenbahn erforscht, natürlich. Wir haben die Eisenbahn erforscht und da ich jetzt gerne zu Anilin möchte, gehen wir mal Richtung Kristallglas. Ja. Ja, wir brauchen hier dringend mehr Infrastruktur. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Wir sind Rang 14. Waren wir nicht vorher Rang 15? Sind wir tatsächlich einen Rang aufgestiegen? Kann sein. Wäre doch schön. Ich hätte nichts dagegen. Boah, schaut euch das an. Preußen frisst sich hier richtig rein in Russland. Die werden uns auch bald gefährlich, wenn es so weitergeht. Und auch mit Österreich. Die sind auch mit Österreich im Krieg. Was ist denn hier los? Was ist denn da los?
Das ist ja der Wahnsinn. Protestbewegungen, Migrationskontrolle beschließen und Agrarismus beschließen. Hier. Nee, die sind tatsächlich nur im Krieg mit Russland. Keine Ahnung, warum jetzt hier in... Wahrscheinlich hat sich Österreich angemischt, schätze ich mal. Denke ich mal. So, Importroute für Werkzeuge. Russland importiert Werkzeuge von uns. Aha. Unsere Werkzeugfabriken jetzt gebaut sind wahrscheinlich, ne? Und Kohle ist teurer geworden, weil wir Eisenbahnen bauen, denke ich mal. Und Tuch ist ein bisschen teurer geworden, aber Tuch ist nicht besonders teuer bei uns. Oder? Pass mal auf, schauen wir uns mal an. Wo ist Tuch? Hier, Tuch plus 12, das ist okay. Das könnte noch ein bisschen billiger sein. Eisen ist auch okay. Wie schaut es denn da mit Motoren aus? Motoren sind sehr billig. Aber auch kaum zu haben, muss man dazu sagen. Aber Norwegen importiert ja Motoren, das ist gut. Kubanische Interessen an den Balken. Postersparnisse freigeschaltet. Nur 20% maximale Rücklagen. Ja, im Moment sind wir eh eher verschuldet, als dass wir Rücklagen haben, aber gut. Teure Militärwaren, nur noch die Artillerie. Sehr gut, der Rest ist nicht mehr teuer. Organisierter Sport bereitet sich aus. Kohle ist billiger geworden, Eisen ist billiger geworden, Werkzeuge sind billiger geworden, Tuch ist billiger geworden, weil jetzt aufgehört wird zu bauen. Die Eisenbahn zählt da, glaube ich, ein bisschen anders, wenn ich das richtig verstehe. Die braucht, glaube ich, diesen Bausektor nicht, oder zumindest funktioniert der ein bisschen anders. Noch 13 Wochen bis zur Eisenbahnerstellung. Und hier sind wir fast fertig und das möchte ich ganz gerne für den heutigen Stream noch abwarten, dass wir diese Wohlfahrtskrankenhäuser vielleicht hinbekommen. Oder zumindest bis das hier fertig ist. Warten wir noch ab. Was ist hier? Die frohe Botschaft der Revolution? Nicht schon wieder. Die Seuche muss eingedämmt werden. Eine Unverschämtheit, dass das ständig hier bei uns aufploppt. Die Intellektuellen sind schon bei minus 9. Wahnsinn. Bald gibt es hier eine Revolution, wenn es so weitergeht. Also es bringt gar nichts, dass wir die unterstützen irgendwie. Bei denen hat es viel mehr gebracht. Komisch. Zucker ist teurer geworden. Uiuiui, auf den Zucker. Prost. Ich trinke doch da gleich mal einen Schluck drauf. Und wie schaut es aus mit der Eisenbahn? Noch 8 Wochen. Ja, aber Zeit, dass wir wieder ins Plus kommen hier, oder? Schaut mal da, unser Saldo ist schon außerhalb des Rasters. Krass. Ja, wir waren schön im Plus, jetzt sind wir wieder im Minus und haben fast genauso viel Schulden wie vorher. So schnell geht es dann. Schwefel ist teurer geworden, Luxuskleidung günstiger und Zucker günstiger. Mhm. So, das hat sich jetzt gefüllt. Das müsste also jetzt fertig sein. Wohlfahrtskrankenhäuser wurde in politischen Kreisen mit positivem Ausgang debattiert, was den Beschlusserfolg um 10% erhöht. 49%, sehr schön. Die radikal-liberalen Strömungen in Teilen Schwedens verbreiten auch lokal-revolutionäre Ideen. Es soll sich also nur um lokale Gruppierungen handeln, die Unruhe stiften und nicht um eine landesweit koordinierte Bewegung. Nun, das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, sollte es eine landesweite koordinierte Bewegung geben, zielt diese Koordination darauf, im Verborgenen zu bleiben. Es könnte überall passieren, plus 20 Pops werden in Norrland radikal oder sie bilden den Kern unserer Nation. In Sverland. Dann lieber in Norrland. Weil da weniger Leute leben, dann sind 20% auch weniger automatisch. So, Gesetzesfortschritt. Und das sind wir auch wieder bei 0. Ah, verdammt. Okay, dann machen wir das nicht mehr heute. Kleinbürger sind nur noch bei plus 4. Warum mögen sie nicht mehr? Was ist da los? Sind nur noch neutral. Komisch. Ich weiß nicht. Also unsere Gesellschaft radikalisiert sich auf jeden Fall und das gefällt mir nicht. Wie kriegen wir die wieder runter, die Radikalen? Das ist halt einfach die revolutionäre Stimmung gerade in Europa, die dafür sorgt, ne? Na gut, im nächsten Stream werden wir wahrscheinlich oder könnten wir eventuell einen Krieg gegen Dänemark führen, um vielleicht Seeland zu erobern.
Das könnten wir machen. Ja, vielleicht kriegen wir Preußen auf unserer Seite. Preußen mag uns, England mag uns, Russland mag uns. Es könnte sein, dass die alle auf unserer Seite reingehen. Österreich, ja, da sind wir eigentlich auch herzlich mit Österreich. Schutzbedürftig, Beziehungen herzlich. Ja, also Österreich könnte auch auf unserer Seite stehen. Frankreich, weiß ich nicht. Neutral, ja. Vielleicht sollten wir mit Frankreich auch mal Beziehungen verbessern. Ja, warum nicht? Spanien mag uns eigentlich auch, oder? Freundlich zumindest, ja. Ja, okay. Ach, schaut mal, sie ist erwachsen geworden. Königin Isabel de Bourbon. Sie ist 19 inzwischen. Bis zu plus 80 können wir sogar mit ihr gehen. Können wir das hier auch? Da geht es auch bis plus 80. Wegen dem Handelsvertrag. Ah. Aber wir kriegen das automatisch. Handelsvertrag plus 1% Fortschritt täglich durch Schweden, um die Beziehungen zu verbessern. Bis zum maximalen Betrag von 80. Da sind wir nämlich schon bei 62 mit Preußen. Tatsächlich. Und hier sind wir bei. Da sind wir tatsächlich schon bei 80. Ja, wir sind freundlich. Und wie schaut es hier aus? Hier sind wir bei 65, einvernehmlich. Das ist eine neue Königin. Königin Victoria von Hannover, oder? Ist das eine neue Königin? Oh, schaut mal, England ist nur noch auf Platz 2, wir sind auf Platz 1. Können wir das sehen? Gibt es hier eine Weltrangliste eigentlich? Ja, auf Platz 1 ist Frankreich. Frankreich hat Großbritannien überholt, was den Prestige angeht. Sie haben auch mehr Bruttoinlandprodukt. Krass. Wir sind bei 14, das ist auch nicht schlecht. Das sind Mittelmächte wahrscheinlich, das sind Großmächte, schätze ich. Wir sind Kleinmächte. Cool, sehr interessant. Aber es kann auch nicht sein, warum sind dann das hier Mittelmächte? Doch, das sind aber Mittelmächte und das sind Großmächte, stimmt schon. Spanien ist auch eine Mittelmacht und wir sind so gerade an der Grenze. Aber das ist, glaube ich, nicht nach Rang sortiert. Jetzt ist es nach Rang sortiert. Jetzt sehen wir es besser. Oh, schaut mal, wir sind genau eins unter den großen, unter den Mittelmächten. Das sind nur die kleinen Mächte. Oh Gott, sind das viele. Wow, hört gar nicht mehr auf. Und da unten sind Länder, die gar keinen Prestige haben, weil sie keine wirkliche Nation sind. Huiuiui, also es gibt sechs Großmächte: Frankreich, Großbritannien, Preußen, Russland, Österreich, Vereinigte Staaten. Das sind die Großmächte. Dann haben wir Ostindien-Kompanie, Spanien, Osmanisches Reich, Niederlande, beide Sizilien, King und Ägypten als Mittelmächte und dann die Kleinmächte, wo wir ganz oben an der Spitze stehen. Krass. Okay. Super. So, also, wir wissen, was wir das nächste Mal zu tun haben. Wir haben einiges geschafft, wir haben die Kohlemine gebaut, wir fangen gerade an, eine Eisenbahn zu bauen, oder wir sind schon fast fertig sogar mit der Eisenbahn. Wir müssen eine Stahlmine bauen, wir müssen Motoren herstellen, eine Stahlmine, eine Stahlfabrik, Motoren herstellen. Wir brauchen eine Lebensmittelfabrik, ganz dringend, aber vorher müssen wir auch wieder hier aus den Schulden rauskommen. Und wir müssen Artillerie mehr herstellen, offensichtlich. Ja. Und hier den Marktzugriff verbessern. Das ist ja ganz schrecklich. Vor allem hier bei Norland nur 39%. Norland braucht dringend eine Eisenbahn. Ganz dringend. Ja, die brauchen ganz dringend eine Eisenbahn. Oh, schaut mal das. Was ist denn hier los? Sind die alle, das sind alles Verkäufer. Haha, wie witzig. Leidlich. Die sind immerhin auch leidlich. Sehr schön. Dafür sind die jetzt wieder verarmt. Die waren schon mal leidlich. Naja, gut. Also ich gehe mal in den Quatschmodus rüber.